Wir sind zuletzt bei dieser Art Schaltung stehen geblieben, bei der wir mit einem Raspberry Pi, genauer gesagt mit dessen GPIO-Pins, eine LED betreiben wollten. Das Ganze wollten wir mit so einer Schaltung tun, die durch den Emitterwiderstand den Arbeitspunkt des Transistors stabilisiert. Und auch die hatten wir schon dimensioniert. Und zwar sind wir hingegangen und haben uns erstmal angeguckt, welchen Strom unsere LED braucht. Und hier habe ich jetzt mal beispielhaft eine genommen, die 20 mA braucht. Das ist für eine Signal-LED ein relativ üblicher Wert. Ferner haben übliche rote LEDs ungefähr eine Flussspannung von 1,8 Volt. Soweit, so gut. Auf dieser Basis haben wir die Schaltung dimensioniert, indem wir gesagt haben, dass der Kollektorstrom hier oben ja gleich dem Strom durch die LED ist und damit 20 mA betragen soll. Wir haben ferner festgestellt, dass der Emitterstrom ungefähr der Kollektorstrom ist und damit auch 20 mA betragen soll. Und damit hatten wir den Strom durch den Emitterwiderstand. Das heißt, wir sind erstmal hingegangen und haben gesagt, der Strom durch den Emitterwiderstand ist gleich 20 mA. Und um jetzt den Emitterwiderstand zu berechnen, brauchten wir dann noch die Spannung über dem Emitterwiderstand, um dann das Ohmsche Gesetz anzuwenden und den Widerstand entsprechend zu bestimmen. Die Spannung über dem Widerstand konnten wir uns aber auch relativ leicht ablesen bzw. bestimmen, indem wir gesagt haben, die Spannung über dem Emitterwiderstand, URE, ist ja eigentlich nichts anderes als die Spannung des GPIO-Pins hier, diese, minus die Spannung an der Basis-Emitter-Strecke. Also URE ist nichts anderes als UGPIO minus die Spannung an der Basis-Emitter-Strecke. Und damit konnten wir dann letztendlich unseren Widerstand dimensionieren, indem wir gesagt haben, das ist ja entsprechend URE. Und in dem Falle sind das 3,3 Volt für den GPIO-Pin minus die Basis-Emitter-Strecke, wo wir jetzt zum tausendsten Mal gesagt haben, das sind ungefähr 0,7 Volt. Und das Ganze durch 20 mA teilen. Volt minus 0,7 Volt sind 2,6 Volt. Durch 20 mA sind genau die 130 Ohm, die jetzt auch in der Schaltung schon eingetragen sind. So weit, so gut. Jetzt könnte man sich ja vielleicht überlegen, ob man nicht mehr als eine LED betreiben will. Man könnte ja vielleicht, und das hatten wir an einem früheren Beispiel schon mal gesehen, ja vielleicht auf die Idee kommen, einfach zwei LEDs hintereinander zu schalten, also in Reihe zu schalten, weil das irgendwie schöner aussieht. Das sähe dann folgendermaßen aus. Also, wir haben zwei LEDs in Reihe. Wie würde denn das jetzt unsere Dimensionierung der Schaltung ändern? Naja, zunächst mal müssen wir überlegen, was wir eben überhaupt benutzt haben. Wir haben gesagt, wir wollen hier 20 mA fließen lassen. Denn jede LED braucht, oder die LEDs brauchen 20 mA. Und das gilt hier ja gleichermaßen, denn wenn durch die eine LED hier oben 20 mA fließen, dann fließt auch durch die zweite LED 20 mA. Das heißt, an diesem Kollektorstrom soll sich eigentlich gar nichts ändern. Naja, wenn jetzt aber der Kollektorstrom gleich bleiben soll, dann soll auch der Emitterstrom gleich bleiben. Und wenn der Emitterstrom gleich bleiben soll, naja, die Spannung über dem Emitterwiderstand bleibt ja auch gleich. Also auch hier haben wir URE und wir haben hier immer noch UBE, das sind immer noch ungefähr 0,7 Volt. Und auch hier käme jetzt raus, URE sind 2,6 Volt. IRE sind immer noch 20 mA. Und damit wäre unser Emitterwiderstand, ja, immer noch, sind die gleichen Zahlenwerte, immer noch 130 Ohm. Das heißt, naja, zweite LED reingehängt, wir müssen die Schaltung gar nicht verändern. Ja, das ist ja super praktisch eigentlich, oder? Schade allerdings, dass das Ganze ganz so einfach nicht ist. Deswegen wechseln wir nochmal eben nach Multisim
Und hier sehen wir nochmal die Schaltung mit einer LED aufgebaut, mit dem Ammeterwiderstand von 130 Ohm, also so wie wir zunächst gerechnet haben. Und wenn wir hier auf Simulieren klicken, sehen wir, dass hier zwar nicht exakt 20 mA fließen, aber 19,7, das ist ja sehr, sehr nah dran. Ne, liegt immer noch im Hauptsächlichen daran, dass wir hier mit dieser UBE gleich 0,7 Volt Näherung arbeiten, die halt nicht hundertprozentig stimmt. Wenn wir jetzt aber hingehen und die zweite LED einbauen und uns gucken, was uns dann die Simulation sagt, dann stellen wir plötzlich fest, dass hier nicht mehr 20 mA fließen, sondern nur 331 Nanoampere. Also nicht mal eine Tausender-Kategorie kleiner, sondern eine Millionen-Kategorie kleiner. Also erheblich, erheblich, erheblich kleiner und sogar nicht funktionsfähig. Das heißt, das, was wir da ausgerechnet haben vorhin, scheint irgendwie, zumindest in der Simulation, nicht zu funktionieren. Und üblicherweise ist es so, wenn irgendwas in der Simulationssoftware, die halbwegs vernünftig ist, nicht funktioniert, dann funktioniert es in der Realität schon mal überhaupt nicht. Der Umkehrschluss ist übrigens falsch. Wenn etwas in der Simulation funktioniert, heißt das noch lange nicht, dass das in der Realität auch funktioniert. Ja, jetzt müssen wir uns also überlegen, was hier eigentlich schiefgelaufen ist. Und dazu bietet es sich nochmal an, sich das Ganze detaillierter zu betrachten. Und dazu behaupte ich hier jetzt einfach mal, dass es doch alles so klappt, wie es soll. Nämlich, dass die Schaltung funktioniert, IC gleich 20 mA fließen und die entsprechenden Spannungen an den Dioden anlegen. Und dann werde ich gleich feststellen, dass das zu einem Widerspruch führt, dass das also nicht sein kann. Also nochmal zur Erinnerung, die LED hatte folgende Kennwerte. Die benötigte eine Flussspannung von 1,8 Volt und eben einen Strom von 20 mA. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass diese 1,8 Volt hier dann auch anliegen im Betrieb, dann merken wir gleich ganz schnell, dass hier irgendwas faul ist. Also wir hätten hier 1,8 Volt, wir hätten da 1,8 Volt. Wir haben ja ausgerechnet, dass die Spannung am Emitterwiderstand 2,6 Volt sind. Und jetzt wird es komisch, denn wir sehen 1,8 Volt plus 1,8 Volt sind 3,6 Volt. Und hier unten liegen 2,6 Volt. Diese 3,6 Volt hier und diese 2,6 Volt hier unten wären zusammen schon 5,2 Volt, obwohl ich hier nur 5 Volt habe. Dazu kommt allerdings noch die Spannung UCE, die wir jetzt in dem Kontext nicht kennen. Also angenommen, das Ganze würde jetzt funktionieren und würde so funktionieren, wie ich es hier hinschreibe. Ja, was bliebe denn überhaupt für UCE übrig für eine Spannung? Hier bliebe jetzt, und die Masche könnt ihr mal selber euch versuchen aufzustellen, hier bliebe jetzt rechnerisch übrig minus 1,2 Volt. Falls ihr euch mal zurück entsinnt, da haben wir gesagt, wenn wir einen Transistor als Stromverstärker benutzen wollen, dann sollten wir, also dann liegen wir auf jeden Fall im sicheren Bereich und das funktioniert, wenn wir hier 0,6 Volt Mindestspannung haben. Jetzt haben wir hier minus 1,2. Grundsätzlich gilt, wenn UCE negativ wird bei so einem NPN-Transistor, dann funktioniert er sowieso nicht mehr. Also das kann nur Unsinn sein. Das ist jetzt zwar alles rechnerisch schön und richtig, aber es hat mit dem Transistor oder der Funktionsweise des Transistors nichts mehr zu tun. Denn das darf nicht passieren. Naja, und weil das nicht passieren darf, kann auch das hier nicht stimmen, dann kann hier das nicht stimmen, dann kann das sowieso nicht stimmen, das auch nicht und dann stimmt wahrscheinlich auch das hier unten nicht. Wobei wahrscheinlich unten sogar 2,6 Volt liegen bleiben würden. Aber wurscht, auf jeden Fall funktioniert so die Schaltung nicht und das kann nicht sein. Was da jetzt wirklich rauskommt und warum da jetzt diese 331 Nanoampere rauskommen, ist eigentlich völlig unwichtig. Das kann man nicht mal eben so per Hand rechnen und ist auch nicht relevant.